irgendein Gefängnis, das noch gebaut werden muss. Ein Gefangenentransport. Handwerker, viele Polizisten, viele böse Jungs. Das Büro vom Direktor. Müll. Richtiger Müll. Ein Priester und ein Häftling. Prison Architect. So, und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, es geht wieder los. Irgendjemand versucht mich anzurufen, wie immer in den Spielen. Wir hören mal rein, scheint der Geschäftsführer zu sein. Chefe also. So, was ist denn, Chefe? Ja, ja, mach doch mal. Ein schwerer Weg. Ja, schön. Danke. Das stimmt. Was ist jetzt der Sinn und Zweck? Was willst du? In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Naja, der große Tag, natürlich. Ist ein Event, möchte ich sagen. Mhm. Man schwenkt durchs Gefängnis. Dort. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrzelle. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Ja, und damit nochmal Hallöchen und herzlich willkommen zu Prison Architect, der Gefängnisarchitekt. Ja, wie komme ich da drauf? Naja, wir versuchen aus einem Gefängnis auszubrechen und nachdem uns das jetzt beim dritten Gefängnis gelungen war, hatte man mir einen Fax geschickt und mich gebeten, ob ich nicht vielleicht mal mithelfen möchte, die Gefängnisausbruch sicher zu machen. Man hat mir dafür auch volle Amnestie sozusagen garantiert. Also ich werde wohl nicht mehr in den Knast kommen. Gorilla ist aber immer noch auf der Flucht. Mal gucken, wann der wieder sich irgendwo rüpelhaft verhält und auffällt. Ich jedenfalls bin raus aus der Nummer. Ich habe nichts mehr mit Knast zu tun. Insofern darf ich jetzt mein Geld verdienen im Staatsdienst, indem ich eben Gefängnisse baue. So, das habe ich gemacht. Was? Moment, ich muss da noch eine Tür dahin bauen. Hier werden die Türen gebaut. Dann bauen wir hier eine Tür. Ja, doch. Meine Güte. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Ja, genau. Ich bin ja auch für das Leiten dieses Dings zuständig. Sie holen Stahl und Beton aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk Ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD oder den Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Mausrad heran- oder herauszoomen. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Also das ist das gesamte Gefängnis. Warte mal, WASD, das ist den D-Tasten. Hier kommt man rein, weil wir müssen am Ende selber so ein Ding bauen. Das ist relativ unsicher, finde ich. Aber gut, hier sind die Lieferungen. Ja, Moment, in dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Moment doch mal. Du hast doch gesagt, ich soll mich umgucken. Immer diese Hektiker. Ach, hier ist der Müllraum. Okay, also hier werden Lieferungen angebracht. Die kommen dann hier rein. Dann kommen diese Arbeiter ausgeschwärmt, bringen das hin. Was haben wir hier? Wird Strom hergestellt. Dann geht man hier weiter. Hier ist die Kantine. Hier kann gegessen werden. Da kommen, hier ist der Bürotrakt. Hier ist die Küche. Die schleppen das also hier rüber. Warum baut man die Küche nicht direkt an die Kantine dran? Hier sind die Duschen. Oh, wenn hier einer die Seife fallen lässt, muss der hier aber weit hier rüber rennen. Also das ist ja auch nicht... Und dann die paar Duschen für die ganzen Leute hier. Das sind alles Zellentrakte. Hier ist nochmal irgendein Zimmer. Die Zellen sind nicht besonders groß, aber das reicht ja auch. Weil böse Menschen brauchen keinen Platz. Okay, die hier unten haben nochmal eine eigene Zelle, eine Dusche. Aha. Ja, und hier ist unser Delinquent. Der wird also demnächst
Hingerichtet, der Böse hier. Okay. Okay. Ja, Klöchen hat jeder. Zellen sind immer gleich groß. Das kann man sich merken. Hier ist der Lagerraum und hier ist der Hof. Der Knopfhof. Okay, also. Wir brauchen eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Materialien. Eine Ziegelwand soll hierhin und hierhin und dahin und dahin. Habe ich. Wir machen die Tür mal offen. So. Weil dann müssen die Handwerker nicht jedes Mal die Tür aufmachen. Ich habe das schon mal angespielt gehabt vor vielen, 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 vielen Monden, möchte ich sagen. Und hatte da auch schon mal so ein Gefängnis fertig. Aber wie das immer so ist, man kommt ja zu nichts. Schon gar nicht dazu, ein Spiel mal zu Ende zu spielen. Und hat halt irgendwo, habe ich da mal Stopp gemacht. Und irgendwie war mir jetzt durch unser Let's Play The Escapist 2 so ein bisschen wieder eingefallen, dass ich dieses Spiel ja auch habe und wollte das mal mit euch zusammen so ein bisschen wenigstens anspielen. Ob das ein größeres Let's Play wird, weiß ich noch nicht. Kommt immer so ein bisschen auch auf eure Resonanz an. Ob das so im Wechsel stattfinden soll mit Bussimulator oder so, müssen wir mal gucken. Jetzt setzen Sie die großen Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, bevor Sie es platzieren, indem Sie entweder mit der mittleren Maustaste oder mit RV Rotation drücken. Objekte, große Gefängnistür, hier passt sie rein, hier passt sie rein. So. Ach, das kostet mir auch noch alles Geld. Das ist typisch amerikanisch. Wo man mit dem Leid anderer gut Geld verdienen kann. Aber wir machen Plus. Ja, das ist wichtig. Ich könnte noch ein paar Insassen einhaftieren hier. Baut die mal rein. Okay, Tür funktioniert. Sehr gut. Ich mach mal wieder die... Warte doch mal. Ach, immer diese Unterbrechung. Warte mal, ihr will der noch... Nee. So, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir den vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weisen Sie dem kleinen Bereich eine Zelle zu, in dem sie der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Hinrichtungsraum, das machen wir hier. Hui. Zelle machen wir hier. Hui. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Ja. Bett. Ach, das ist sogar vorgegeben. Okay, also das Spiel gibt mir alles vor. So, der soll ja hier an der Wand kacken. Da kann er sich beim Kacken kann er aufs Bett gucken. Und der elektrische Stuhl hier in die Mitte, so ist richtig. Der kostet natürlich richtig Lack. Ne? Also das muss man... Ist nichts für den heimischen Garten. So, Tür entriegelt. Türmodus entriegelt. Ich entriegel erstmal alle Türen. Kommt ja keiner. So, was ist... Wo bleibt mein Stuhl? Hallo? Habe ich wieder keinen Stuhl auf Lager? Doch, den hatte ich auf Lager. Ein Bett hatte ich nicht auf Lager. Ah, guck. Das wird wahrscheinlich hier vorne angeliefert, oder? Ja, guck. Ha, kenne ich mich aus, wa? Und die schleppen jetzt durch die Gefangenen, was sehr, sehr sinnvoll ist. Ein Bett und ein Klo. Auch nicht quer über den Hof, was sinnvoll wäre, sondern schön hier oben rum. Aber das interessiert hier Corwell nicht und Buckwell nicht und... Die sind froh, dass sie im Knast sind. Endlich mal eine vernünftige Aufgabe. So, noch das Bettchen. Der soll ja auch bequem liegen, bevor er stirbt. Ich glaube, wir haben alles. Ich entriegel mal... Ja, ich gehe gleich dran. Sekunde. Bin auch im Klo. So,
Das Nötigste haben wir erledigt, aber Sie können noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen, Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schöner aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Im Außenbereich können Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Das ist der Mann, Edward Romsey, ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Den Führer befiehl, wir folgen dir, war schon immer eine der sinnvollsten Maßnahmen, die der Mensch tun konnte. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach ein Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Na, ne, wir machen noch schön, ne? Wir haben ein bisschen Zeit. So. Was können wir denn machen? Was haben wir denn hier? Hier haben wir Gehwegplatten, Parkett, Mosaikfliesen, weiße Fliesen, schicke Fliesen. So. Das hat natürlich einen rein taktischen Hintergrund, weil wenn der mal explodiert, ne, Blut spritzt und so weiter, dann ist das immer sinnvoll, wenn du gefliest hast. Ne, das sollte klar sein. Das ist der Hintergrund. Geld wie Heu. Hm. Haben wir das schön. Was ist hier mit Außenfliesen? Gehwegplatten. Komm, mach mal schön hier. Beeilt euch mal ein bisschen. Fenster. Natürlich. Muss ich das auch rotaten? Ja. Dann stinkt es nicht so beim Kacken. Dusche braucht er nicht. So, ist grafisch natürlich jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Ach, hier sind schon Lampen drin, ne? So, wir wollen ja auch genug hell haben hier. So. So sieht das schön aus, oder? Gucken wir mal, was die Herren so bauen. Vielleicht sind auch Damen dabei. Oder sie sind geschlechtslos. Man weiß es nicht so genau. Hm, guck mal. Ist das nicht eine schöne Todeszelle? Da soll noch einer sagen, wäre nicht schön. Bauen Sie ein Bücherregal in die Zelle ein. Ja, den Auftrag habe ich schon gegeben. Muss aber noch geliefert werden. Das ist was Besonderes. Ah, guck mal, da kommt Fernseher und Bücherregal. Weil dann kann er zum Abschied noch so eine Scheiße wie Bauer sucht Frau gucken. Und dann hat er auch einen guten Grund, freiwillig hier hinzugehen und wird sich nicht auflehnen, weil er genau weiß, dass er so diesem blödsinnigen Fernsehprogramm von RTL, Sat.1 und Pro7 wunderbar entfliehen kann. Man muss den Leuten ja auch nur einen Anreiz bieten, ne? Zu sagen, hör mal, was gucke ich? Ne? Bauer sucht Frau oder doch lieber meine eigene Hinrichtung. Da ist die Entscheidung oder Dschungelcamp ja nicht so weit weg, dass man sagen kann, komm, machen wir.